Hier sind wieder Joe und Andy von Angel Magic. Willkommen zu Angel Magic Review. Heute mit dem Thema Bühneneffekte ohne Fingerfertigkeit. Als erstes Produkt danke an Vanishing Ink für People Power von Andy Gladwin. Es ist ein Effekt, wo ihr 6 Zuschauer auf der Bühne habt und ihr habt noch eure quasi Mappe mit verschiedenen Steps und jeder steht drin, in der ersten beispielsweise, drei Leute sollen einen Schritt nach vorne machen. Und die 3 sind dann ausgeschieden und dann sollen 2 Leute die Hände heben. Die sind dann gegebenenfalls ausgeschieden. Und am Ende bleibt einer übrig und den Namen habt ihr vorhergesagt. Mal sehr grob runtergebrochen, ob es immer so abläuft, wie ich das jetzt gerade eben gesagt habe. Lassen wir mal so dahingestellt sein. Es ist mega clever. Das muss ich gleich machen. Es ist und super, simpel. Es ist clever und simpel und einer von diesen Bühneneffekten, die einfach Gold sind, wenn ihr in Situationen kommt, die vielleicht nicht so geplant sind. Wenn ihr euer eigenes Theater habt und alles kontrollieren könnt, dann ist das nicht so wichtig. Aber oft kommt man einfach auf eine Feier, gerade wenn man jetzt gebucht wird irgendwo und muss nochmal oder soll nochmal kurz was machen oder ist es die Voraussetzung nicht da. Und hier habt ihr alles in dieser schwarzen Mappe drin. Ihr müsst nur diese Mappe, ihr müsst nichts vorbereiten. Ihr könnt einfach auf die Bühne gehen und könnt das performen mit der Mappe und den Zuschauern, die ihr auf die Bühne holt. Was ich sagen würde, gleich der nächste gute Punkt ist, ihr arbeitet relativ viel mit Zuschauern. Mhm. Das ist natürlich eine räumliche Voraussetzung, dass die Leute irgendwie auf die Bühne kommen können müssen. Mhm. Genau, für diejenigen, die vielleicht den Trailer gesehen haben, mit dieser Luftballon-Vorhersage und dann noch das Geschenk am Ende, da braucht ihr noch ein bisschen Vorbereitung. Ja. Verwendet ein System oder eine Technik, ja, ne, da kommen wir vielleicht zu einer Mitte mal dazu. Genau, richtig, dann, soll das heutige Thema eben auch sein. Aber ansonsten hier dabei sind auch viele andere Ideen. Also er hat noch einen Chair-Test, den er so vorhin schaltet sozusagen, optional. Und es ist ein bisschen weitergedacht. Es ist nicht nur dieser eine Effekt, macht den so, sondern auch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Effekten. Mich hat auch die Luftballonnummer zum Beispiel direkt an Spektrumalist erinnert, weil es da auch um mehrere Zuschauer auf der Bühne mit mehreren Farben geht. Könnte man sicher auch eine coole Brücke zuschlagen oder ein cooles Skript miteinander verbinden, wie auch immer. Und ja, es ist super simpel, es braucht keine Fingerfertigkeit. Ihr könnt euch 100% auf die Performance konzentrieren. Genau, nur dafür, dass ihr es gerade eben gesehen habt. Ich habe das jetzt auf Deutsch schon übersetzt. Mhm. Es ist wirklich simpel zu übersetzen, weil ihr einfach nur Karten macht. Die Karten sind in keinster Weise präpariert, also es ist kein Faltding oder sonst irgendwas da. Ich glaube tatsächlich, dass viele auch von der Technik enttäuscht sein werden, weil es so simpel ist. Es ist wirklich stupide simpel gedacht. Es ist kein Switch-Device oder sonst irgendwas, kein Falt aller Prestige oder sonst irgendwas. Deswegen kann man das sehr einfach nachmachen. Ich habe mir jetzt noch die Mühe gemacht, dass ich es laminiert habe, damit es einfach ein bisschen hält. Von dem her, ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das quasi das on top haben möchtet, müsst ihr, wie gesagt, noch eine spezielle Technik mit dazu machen, die grob erklärt ist, nicht megamäßig, aber es taugt. Aber quasi, dass ihr voraussagen könnt, welcher Zuschauer übrig bleibt, das ist ohne Probleme. Ich persönlich würde dann natürlich gleich weitergehen und sagen, perfekt, ich habe jetzt hier nur die richtige Person gefunden. Ich habe mir gedacht, dass es du bist, weil ich das vorher gesagt habe. Und jetzt ist die perfekte Person, um X zu machen. Ja, es ist, um es einzuordnen, es ist definitiv ein Bühneneffekt. Und auch nichts anderes. Also Stand-Up würde auch gehen. Also Stand-Up-Bühne, genau. Also würde ich jetzt mal einen Topf werfen, so als Stand-Up-Bühneneffekt. Aber es ist weder Close-Up noch irgendwie. Es ist auch nicht, für Hobbyleute auch eher weniger geeignet. Ich würde schon eher für professionelle große Bühnenshows sehe ich diesen Effekt. Ja. Ja. Wie gesagt, man könnte jetzt argumentieren, ob das für den Preis das wert ist. Weil es ja doch, wie gesagt, es ist sehr simpel gehalten. Ja. Die Karten, die dabei sind, ich kann es ja einmal zeigen, sind echt gut gemacht und die halten auch. Die sind, ich habe keine Ahnung, die sind auf speziellem Papier. Die halten euch ewig, wenn ihr es auf Englisch performt. Kein Problem. Aber ja, wie gesagt, deswegen habe ich es auch laminiert. Man würde es auch, wenn man es einfach auf Karton kleben würde. Es ist hohe Qualität, alles in allem. Aber ich denke, die Preisrechtfertigung liegt hier weniger vielleicht in den Props oder so, sondern in den Ideen. Also das würde ich auch sagen. Punkt. So. Also ich finde es schon in Ordnung. Wenn es jemand professionell auf einer Bühne einsetzen möchte und sagt, geiler Effekt, dann finde ich auch, dass es preislich dann passt. Genau, das war das. Wir haben es jetzt auch damit gehabt. Genau. Ich würde es auf jeden Fall performen. Ich muss noch gucken, in welcher Reihenfolge, weil wir noch ein anderes Produkt haben, wo ich auch 6 Leute auf die Bühne geholt habe und das kann ich leider nicht miteinander kombinieren. Wir kommen in der späteren Review noch dazu. Wie gesagt, ich habe es auch schon in Live-Performance eingesetzt. Das hier jetzt noch nicht. Ich würde es gerne mal probieren, einfach mal zu gucken, wie es wirkt. Es ist halt dieser eine Moment, ihr könnt ein bisschen mit den Leuten spielen, aber auch jetzt nicht
vielleicht zu sehr. Ihr könnt es auch abändern mit den Sachen, was die Leute machen sollen. Mhm. Von daher, vielleicht kann man das entsprechend einbauen. Es dauert nicht allzu lang. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich sag mal, wenn es jetzt einmal auf Deutsch übersetzt ist, ist es ein One-Time-Prep, würde ich sagen, halbe Stunde müsstet ihr euch schon Zeit nehmen, je nachdem, wie penibel ihr das machen wollt. Ja, ich fange mal mit der Bewertung an. Ich gebe ihm 7 Punkte. Für mich persönlich ist es ist super, es ist genial, aber der Effekt ist nicht, dass ich sage, oh mein Gott, das will ich unbedingt performen. Also, und ich brauche jetzt gerade auch keinen Lückenfüller, so hart klingt, aber es ist solide, es ist geil, aber für meinen oder auch meine Skripte, die ich in den Bühnenshows verwende, passt es einfach gerade nicht rein. Kann sich aber vielleicht nochmal ändern. Also, wenn jemand da eine Idee mit hat, go for it. Ich gebe dem Ganzen 8 Punkte. Ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob es in meinem Repertoire bleibt. Ich variiere da gerne mal und das ist schon schöner. Ich möchte es mal ausprobieren, ne? Welche 6 Leute könnte man am besten machen. Und das Gute ist, wenn ihr halt, wie gesagt, auch ein bisschen mit Pre-Show arbeitet, weil, ob das mit dem davor zu tun hat oder nicht, ist natürlich super, wenn ihr den einen pre-showt und ihr wisst, welchen ihr haben wollt, weil ihr habt volle Kontrolle darüber, ist es natürlich auch nochmal sehr cool. Zur Mitte der Review. Ja, zum heutigen Thema ein hartes Learning von mir. Meine Bühnenshows in den Anfängen waren, vielleicht hätte ich damals schon mehr auf dich hören sollen, waren viel zu kompliziert. Ich habe viel zu viel in Technik und so gedacht und viel zu wenig mich auf Präsentation fokussiert. Und heute ist es tatsächlich so, die Sachen, die ich auf der Bühne mache, sind super simpel, meistens Effekte. Also ich denke an Spektrumalis, das Beispiel nehme ich jetzt gleich mal vorweg, oder auch Color Psychology von Vulpine, was ich als Eröffnung gerne nehme im Stand-Up-Bühnenbereich, ist so simpel von der Technik, einfach weil ich es liebe, mich auf die Präsentation fokussieren zu können und auf die Situation. Und genau zu dem Thema wollen wir euch jetzt noch ein paar Effekte noch vorstellen hier in der Mitte, die wir da einfach über die Jahre ausgegraben haben. Genau, für alle, die jetzt sagen, ich mache aber immer nur Close-Up. Es ist immer cool, so 5 bis 10 Minuten, vielleicht sogar 15 Minuten, eine kleine Stand-Up-Show im Repertoire zu haben, einfach quasi, um dieses Upselling zu machen, dass wenn jemand sagt, der Preis ist mir aber teuer, dann sagt ihr, wisst ihr was? Ich packe euch noch eine 15 Minuten Stand-Up-Show mit am Anfang dazu. Einfach, ne, normalerweise würde die nochmal extra 300 Euro kosten, aber pass auf, machen wir es extra so. Ja, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber sagen. Auch, es gibt, finde ich, auch einen schönen Abschluss. Ich mache auch oft auf Auftritten, wo es gar nicht geplant ist, sage ich einfach, weil ich was im Kopf habe, komm, ich mache noch kurz eins für alle, um mich verabschieden zu können. Ich mache das ganz gerne, um gehen zu können, weil die Leute wollen noch einen Trick und noch einen Trick und noch einen Trick. Dann sage ich, komm, ich mache noch mal ein was für alle und sage ich, vielen Dank, war ein toller Abend mit euch und habe dann noch einen Applaus und kann dann wirklich auch gehen. Also das ist gerade, um sich loszureißen, weil man bleibt immer gerne länger, aber es muss ja auch irgendwann mal im Verhältnis bleiben. Genau. Zu den Effekten, die wir aber auch zumindest kennen, beziehungsweise auch worken. Prestige ist nach wie vor dabei. Welche Version machen wir denn jetzt endlich? Ich persönlich nehme die, die nicht wegwischbar ist und die nicht mit den Elastics ist. Einfach, weil für mich ist das die beste. Ich weiß, wie ich es machen möchte. Ich bleibe immer dabei. Du, glaube ich, verwendest die Dry Erase. Ja, ich würde auch auf jeden Fall die Nicht-Elastic empfehlen. Das ist das nicht, Allerwichtigste. Die No Elastic. Blau, genau, mit Magneten. Ich würde auf jeden Fall die Dry Erase empfehlen, weil man die auch ja mit Sharpie fest draufschreiben kann. Dann ist es die gleiche wie die. Ja. Also das ist tatsächlich die beste. Wir hatten das Produkt schon so oft hier auf dem Tisch. Aber das ist die beste Variante. Wir haben uns auch geschworen, dass wir die nicht mehr machen. Gegebenenfalls machen wir es nochmal kurz in der Mitte, wenn nochmal was Neues kommt. Ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwann was für uns gesehen. Aber wir gucken mal. Wir haben noch Cue the Magic, wo ihr quasi mit einem verklebten Mund auf die Bühne kommt, weil ihr, oder beziehungsweise jemand anderem quasi sagt, du musst einfach nur ablesen und dann quasi ist er der Zauberer und kann das machen. Auch ein sehr schöner Bühneneffekt. Und ich habe mal nachgebaut, ist aber bei mir nicht im Repertoire geblieben. Das, was du überwiegend machst, ist Refilled. Refilled habe ich auch zu lieben gelernt als Opener tatsächlich. Also die hatten wir schon eine Review zu. Wie viele Opener hast du? Die Corona-Flasche. Verschiedene. auf Hochzeiten, andere Opener wie auf Firmenfeiern. Ja, und immer so ein bisschen zum, oder auch Cube in Bottle mache ich mittlerweile als Opener auf Geburtstagen als Geschenk, weil man dann den Cube in Bottle, und das ist mein magisches Geburtstagsgeschenk, ich bin noch den ganzen Abend hier und zauber für euch. Also ich habe tatsächlich viele Opener und ich wechsle die relativ häufig durch. Ja. Genau, Refill von Henry Harris, wo ihr das Corona-Bier quasi auffüllt und dann ist es weg. Wie gesagt, was du schon gesagt hast, Color Psychology, wo ich tatsächlich am Überlegen bin, ob ich es mir umbaue. Weil es sind auch viele PDFs mit dabei, die du wahrscheinlich nicht durchgelesen hast. Ja. Ich habe mittlerweile schon. wo es halt eben auch zu einem Bang-Night-Effekt sein kann. Also quasi, dass ihr einen Umschlag habt und ihr sagt, einer von euch kann diesen Umschlag gewinnen und ich versuche zu beeinflussen, dass ihr nicht diesen Umschlag wählt und alle ziehen eine Niete. Ich hatte die Diskussion mit Bene, dass man sagt, man könnte diesenjenigen dann einen Rubbellos schenken dazu, aber dann, was ist, wenn aber eins dieser Rubbellose 10.000 Euro oder sowas gewinnt? Ist auch blöd. Da bin ich noch am Überlegen. Spektrumalist ist, wenn die Zuschauer quasi die Kugeln raussuchen und die Braut, der Bräutigam,
der Chef der Firmenfeier das machen kann. Sehr geil. Haben wir auch schon Reviews drüber gedreht. Genau. Und dann noch ganz brandaktuell. Ja. Einfach geil. Der Opener von Wolfgang Moser aus unserer Live-Lecture. Jetzt weiß ich wieder, was ich bei Amazon noch gucken wollte. Ja, ein Plastikkaktus. Ist eine Routine, genau, wo man im Prinzip zwei Tüten, eine wird zusammengelegt, und andere ist ein Kaktus. Andere Methode, als ihr denkt, tatsächlich. Könnt ihr euch gerne das Replay der Live-Lecture, das gibt es bei uns im eigenen Store, verlinken wir euch. Gerne mal anschauen. Ja, sehr, sehr cooler Open. Auch generell geile Live-Lecture, so geil. Das heißt, wir haben euch jetzt schon 4 Opener empfohlen, die wir alle verwenden, was irgendwie sich widerspricht. Aber bevor wir uns jetzt da zu sehr verhaspeln, gucken wir das nächste Produkt an. Andi, ich habe dir hier meinen kleinen Assistenten mitgebracht. Mhm. Ja, und ich zeige es mal ganz kurz, der ist nämlich auf jeder Karte ein bisschen gezeichnet. Und wenn ich ein bisschen durchgehe, siehst du, dass er seinen Zylinder abzieht und etwas herausholt. Aber was er herausholt, das zeige ich dir noch nicht. Oh, okay. Ich habe hier ein riesiges Kartenspiel. Such dir mal bitte eine Karte aus. Welche möchtest du? Pik 8. Die Pik 8? Ja. Und das war eine völlig freie Wahl. Wir haben uns das nicht irgendwie sonderlich abgesprochen oder sonst irgendwas. Gar nicht. Ja? Perfekt. Andi, was ich von dir möchte ist, wir lassen die einmal hier, damit wir sie auch sehen. Und ich werde meinen Assistenten hernehmen. Mhm. Ja? Und du siehst, als Zauberer zieht er natürlich was aus seinem Zylinder. Nicht deine Karte, sondern ein Hasen. Yay! Aber so, es geht weiter. Er schüttelt den Hasen, aber keine Sorge, der Hase ist es gewohnt, das ist sein Job. Und er verwandelt sich in eine Spielkarte. Wenn ich die Spielkarte, warte mal, siehst du, er guckt sie sich an und er freut sich. Die schaut gut aus. Wenn ich noch ein Stückchen weitermache, dreht er sie um. Und es ist die Pik 8. Danke an Magic Shop für Cartoon Remastered von Dan Harlan. Es ist ein Effekt, wo ein Zuschauer sich eine Karte frei raussuchen kann und das Strichmännchen auf der Karte zieht einen Hasen aus dem Hut, dieser verwandelt sich in eine Spielkarte und am Ende dreht das Strichmännchen um. Ein Daumenkino-Reveal. Eine Daumenkino-Reveal. Gibt's in klein, haben wir nie reviewed, nope. Also als normale Kartendeck-Version. Falls es irgendeiner denkt, warum auch immer. Und hier gibt es eine Jumbo-Version für die Bühne dann, wobei es auch noch Close-Up-mäßig und vielleicht vorweg. Ich weiß nicht, ob das für Bühne so gut ist. Also du brauchst auf jeden Fall Kamera. Du brauchst auf jeden Fall Kamera. Das stimmt, ja. Es ist Parler. Also, Parler. Nennen wir einigen uns auf Parler. Ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Also Leute müssen nah dran sein, aber es sehen auch 20, 30 Leute, wenn sie nah genug dran sind. Genau. Zuschauer kann jede Karte wählen. Mhm. Er hat eine völlig freie Wahl. Das Handling ist so ein bisschen, es ist in klein, es ist einfacher als in groß. Ja, schwieriger als beim kleinen, ganz definitiv, weil ein Kartendeck handelt sich halt leichter als ein Jumbo-Kartendeck. Das dürfte, denke ich, jedem Kollegen klar sein. Und ich finde den Effekt cool, aber ich finde, hier wurde ein Close-Up-Effekt größer gemacht für Parler, wo es eigentlich keinen Sinn ergibt. Also ich weiß nicht, ich würde da die normale Version empfehlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, es ist halt, wie gesagt, wenn du 30, 40 Leute hast, die jetzt mal, schau dir Chris und Münch an, macht die Version schon Sinn. Auch die hinteren Sehens, das macht schon Sinn. Ein bisschen, aber nur für diesen ganz speziellen Einsatz. Also der Effekt bleibt der gleiche. Es ist ein cooler Reveal, er ist überraschend, er hat einen schönen Überraschungsmoment. Er ist schon auch undurchschaubar für Laien. Also ich denke jetzt nicht, dass jemand da draufkommt. Es ist eine starke Technik. Ich habe es meiner Frau gezeigt, sie hat gefragt, ob das irgendwie mit Elektronik funktioniert. Echt? Ja. Krass. Sie hatte keine Ahnung, wie es funktioniert. Hat das was mit Elektronik zu tun? Machst du was mit deinem Handy? Ich so, nein, tatsächlich nicht. Starke Technik, guter Effekt. Es ist halt ein gewisser Style, der einem taugen muss. Also so viel ganz klar, muss einem taugen. Ist ein bisschen kitschig vielleicht in die eine Richtung und so. Kindlich. Es ist kindlich. Kindlich trifft gut, ja. Ja. Und, es ist aber für Social Media geeignet. Es ist für Stand-Up-Bühne ist es geeignet. Würde man mal sagen, genau. Ja. Close-Up auch, aber es ist kein richtiger Worker. Nee. Genau. Desweit. Ich denke, wir können es direkt bewerten, oder? Fällt dir noch ein Punkt dazu ein? Ja, wie gesagt, es schränkt halt eben doch ein bisschen ein. Man kann diese Gags einbauen mit diesem, er zieht einen Hasen raus, wir schütteln den Hasen, damit keine Sorge ist. Natürlich ist es gewohnt, es ist sein Job. Aber ja, es kommt noch hin. Würde ich es performen? Wir werden es auf jeden Fall mal für YouTube versuchen. Mhm. Also wir probieren es. Wenn ihr seht, wisst ihr, dass es geklappt hat. Wenn nicht, dann nicht. Ich gebe dem Ganzen 6 Punkte. Ich finde das Handling ein bisschen schwierig. Es ist aber ein cooler Reveal. Und wie man schon gesagt hat, wenn du einen Force hast und 100 Reveals, hast du 100 Tricks, hast du 100 Forces und einen Reveal, hast du einen Trick. Es ist ein cooler Reveal, er passt nicht in die Sakkotasche, der Cartoon, selbst Remastered würde passen. Von daher, ich gebe dem Ganzen trotzdem 6 Punkte. Hatte ich auch im Kopf. Ich gebe auch 6 Punkte. Coole Sache, aber ich sehe es bei mir jetzt direkt nicht. Wenn, dann sehe ich es auch in der kleinen Version und nicht in der Jumbo-Version. Ja.
Und wenn ihr euch für Elektronik interessiert, in der letzten Folge haben wir Elektronik angeguckt, die sich lohnt. Und nächste Woche schauen wir uns dann richtig krasse To-Go-Effekte an. Also bleibt dran und bis nächste Woche. Bis dahin, bleibt magisch.